Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum LS15 auf der Thüringer Oberland 1988 mit dem Werner von Burning Gamers und dem Physimon. Hallo. Hallo. So, wir sind noch da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, beim Rapsern. So. Sonnenweißer Raps. So. Haben wir eigentlich diesen Rasenmäher schon gekauft? Nee. Wir wollten noch, glaube ich, Moment. Wir wollten noch ein bisschen Geld zusammenkratzen. Ja, stimmt. So, Bier wird hier nicht angenommen. Ich fahre nochmal hoch zu der Stelle, wo ich schon gewesen bin. Ach so, stimmt. Wir hatten ja noch das Bier, ne? Das ja. War ja auch noch. Genau. Ey, mach das jetzt nochmal so, wie wir es hatten und dann in... Eine der nächsten Folgen wird dann der Landei dabei sein, hoffentlich. Und dann kann er uns dann noch mal ein bisschen aufklären. Ja. Weil wir sind jetzt schon ein bisschen weiter, wie ja, zu der Zeit, wo er damals bei uns war. Und das erklärt hat. Und vielleicht, ja, können wir einfach noch ein paar neue Fragen raushauen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Also der liebe Tom hat uns auch geschrieben. In die Kommentare keine Angst, es wird natürlich nicht vergessen oder du wirst nicht überlesen oder sonstiges. Wir haben das schon alles gelesen. Es ist natürlich immer zeitlich manchmal sehr, sehr schwierig, weil wenn wir dich da, also wenn du, sag ich mal, jetzt uns mal hier so eine Aufnahmesession begleitest und alles und wenn wir vorher nochmal wegen Mods schauen, weil du auch geschrieben hattest, dass du noch ein paar saubere Mods für uns hättest, dann muss man natürlich schon etwas Zeit auch einplanen. Und wir wollen ja da nicht nur so 10 Minuten, hallo, wie geht's und tschüss. Und deswegen ist das immer etwas schwierig manchmal. Aber nur manchmal. Naja. Ja, alle viel beschäftigt, das ist halt das Problem, ne? Ich glaube, Werner, ihr habt jetzt am Wochenende auch richtig Stress gehabt. Ja, wir haben uns richtig Stress gemacht, sagen wir es mal so. Wir haben 12 Stunden Livestream gemacht. Ja, habe ich auch nochmal vorbeigeschaut sogar. Aber ja? Du warst da leider nicht mehr, ja. Ja. Aber dein Kollege war auch ziemlich fertig aus. Ja, Alter, wir waren so fertig. Also das war unser erster 12-Stunden-Livestream. Ne? Ja, ich habe ja am Samstag, wo das stattgefunden hat, habe ich ja noch gearbeitet am Vormittag, ne? Ah, also ich okay. Bin um 6 Uhr aufgestanden morgens, habe bis 12 Uhr geschafft und dann um 3 Uhr, let's go, Livestream. Wow, nice. Und weiß nicht, so um knappe 24 Uhr war da Feierabend für mich. Ich habe gesagt, nee, ich kann nicht mehr, ey. Ja, okay, also und wie lange wäre gegangen? Bis 3 Uhr? Bis 3 Uhr, ja. Ja. Aber der gute Leo hat das wohl bis 3 Uhr durchgezogen, glaube ich, was ich so gesehen habe. Ja. Wahnsinn. Und nur LS? Nein. Wir haben ganz viele andere Sachen noch. Also wir haben Rocket League gespielt, wir haben, was haben wir noch gespielt? Arma haben wir noch ein bisschen gespielt. American Truck Simulator haben wir noch ein bisschen gefahren und ja, war schon ganz lustig. Cool. Der ist ja cool. Na, das ist da auf jeden Fall schön. Ja. Na. So, das war doch hier irgendwo, oder? Stopp. Hä, ich blink immer noch. So. So. Du bist auch nicht mehr gesund, ne? Naja, doch. Es geht stark bergauf. Also man sagt ja so, weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt hatte, bei uns sagt man, 3 Tage kommt's, 3 Tage bleibt's, 3 Tage geht's. Ja. Und wir nehmen jetzt aktuell Aufnahmetag ist Sonntag und Samstag letzte Woche habe ich es bekommen. Also habe ich theoretisch noch 2 Tage zum Gesundwerden. Wow, okay. Also 9 Tage. Ja gut, aber ich sag mal so, ohne Medikamente und alles, ne? Ja, klar. Ja, habe ja nichts jetzt genommen oder so. Darmhalsschmerztabletten und alles und... Ja, aber es gibt ja wirklich Leute, die was sich da tonnenweise Tabletten reinballern, wo es eigentlich nur mehr schlimmer wird, das wird besser. Ja, vor allen Dingen ist ja auch das Problem, dass das eigene Abwehrsystem oder das Immunsystem ja dann hat ja nichts zu tun, ne, in dem Sinne. Genau. Und wenn das nichts zu tun hat, dann, ja,
wird das auch immer fauler, sag ich jetzt mal. Ja klar, und dann bist du halt richtig anfällig für solche Aktionen. Ja. Naja. Mal gucken, ich war ja auch auf Arbeit. Bin mal gespannt, wie viele Arbeitskollegen ich angesteckt habe. Werde ich nächste Woche sehen. Ja. Ach ja. Wow, Leute, Füße, ich bin voll. Ja, komm mal. Füße, was ist los bei dir? Nix, wieso? Nee, so allgemein. Irgendwas passiert seit gestern? Nö. Hast du gut geschlafen, Füße? Ja, sehr gut sogar. Ich auch. Ich hab seit sehr langer Zeit, seit wirklich sehr langer Zeit, ausgeschlafen. Auch. Also einfach so geschlafen, bis man aufwacht. Kennt ihr das? Ja, schon lange her, aber ich kenne das, ja. Ich hab schon fast vergessen, wie das ist. Also einfach so, es stand einfach gar nichts an am Vormittag zum Sonntag. Und ich hab dann einfach so, meine Tochter hat mich dann zärtlich geweckt mit einem Schlag ins Gesicht. Und kurz mal die Beine und dann hatte ich noch ein Popo im Gesicht und alles. Und da habe ich so die Augen aufgemacht und denk so, wow. 11 Uhr. Das ist extrem lange her, dass ich das hatte, muss ich sagen. Aber ich war auch erst, ich glaube, ich habe auch erst um 3 geschlafen, 3 Uhr nachts. Ja. Ich habe noch einen Film geguckt gehabt und alles. Amazon Prime. Meine Freundin stand heute sogar noch bei mir im Schlafzimmer. Ey, dachte ich, so war's. Und das hasse ich immer. Weißt du was? Das ist meine Frau auch, ne? Ja. Die war schon wieder wach, die Kleine schon wieder angezogen, sie selber schon wieder angezogen, alles schon wieder gemacht und so. Dann sage ich, ey, kannst du mich nicht einfach früh mal wecken, so mit zärtlich kuscheln oder sowas? Ah. Der muss schon wieder aufstehen und alles muss schon wieder gemacht sein und fertig. Und dann so, oh komm, steh auf, es gibt Essen, wegen dir kommen wir zu spät. Und ja. Ich sage, ich würde eine Stunde eher wach sein, wenn du mich so zärtlich wecken würdest, weißt du? Ja. Ja, aber auf jeden Fall stand da meine Freundin da im... Die Frauentypisch. Und sagt dann, ey, was? Und bist du angepisst, weil ich so wach gemacht wurde? Wir haben 8:30, du musst auch um 9 bestimmt wieder aufnehmen, oder? Ich so, nee, heute nicht, ich hab frei. Ich hab wieder umgedreht und weitergeschlafen. Herrlich. Ach ja. Was mit eurem Frühstück? Das wurde heute ist ausgefallen. Weil wir haben ja den, den Freund von deinem Sohn da. Ja, von meiner Freundin, die Freundin da. Ach, die ist auch noch da? Nee, das ist der Sohn von meiner Freundin. Ihrer Freundin, okay. Ja, der Mann hatte, oder der Bruder war das, glaube ich, Bruder oder Mann, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ich habe das nicht ganz mitbekommen. Der ist immer, Auslandsreisen und sowas und hatte dann schweren Unfall und liegt da jetzt im Krankenhaus und hat sie gefragt, ob der Junge so lange hier bleiben kann und weil der Bruder war es genau, weil die den nicht jetzt noch mitnehmen wollte und ist in Ferien und er soll auch nicht den ganzen Tag im Krankenhaus. Dann haben wir gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem. Wie lange ist jetzt bei euch? Seit Mittwoch. Und wie lange noch? Das weiß ich nicht. Meldet sich jeden Abend, meine Freundin weiß auch bestimmt, aber. Der ist tagsüber gar nicht bei euch. Doch, der ist den ganzen Tag hier. Lol. Na da. Machen. Ja, klar. Noch ein mehr. Da ist ja richtig Action bei euch in der Wohnung. Ja, jeden Tag. Das ist richtig Krawall, ey. Stell ich mir in so einer Wohnung, stell ich mir schon schwierig vor, wenn du so dann auch keinen richtigen Rückzugsort hast, außer rauszugehen, weißt du? Ich glaube, du sitzt ja im Wohnzimmer, ne? Ja. Mit Aufnehmen ist auch schwierig, oder? Ja, manchmal schon, aber der Raum ist ja jetzt im Macho und alles. Was ist der? Der wird jetzt gemacht und alles. Da war ja die ganze Zeit so ein scheiß Wasserschaden und der Vermieter hat das ja nicht repariert und jetzt ist das aber alles fertig und jetzt bin ich gerade da unten schon mit dran. Okay. Das ist dein eigener Raum quasi. Ja, genau, aber ist auch manchmal schwierig, wenn du dann von der Arbeit, dann hast du schon keinen Bock mehr und dann musst du noch nach unten und dann ist noch Aufnahme und dann hier und da und dann lasse ich mir damit aber echt ein bisschen Zeit. Sehe ich nicht. Warum? Wie jetzt, also? Ich muss da unten ja streichen, Boden legen.
Ach so, du meinst, okay, du hast dann keine Zeit, dann noch jetzt zum Beispiel zu streichen oder Fußboden genau. machen oder so. Ach so. Okay. Ja. Naja, aber das Ergebnis ist natürlich dann umso besser, ne? Wenn du einen eigenen Raum hast, wo du Ruhe hast, wo du wirklich, ne? Ja. Das ist schon Gold wert. Ja. Kino hat das ja auch. Also ich finde sowas richtig cool. Ja. Und mein Raum ist weit weg von den anderen. Das ist für GTA-Aufnahmen ganz gut, habe ich gehört. Ja. Nein, also ich störe wirklich niemanden und das ist halt echt vom Vorteil, ne? Mhm. Das ist schon nicht schlecht. So. Wo hast du nochmal die Silage verkauft? Silage verkauft bei dem Heizwerk da oben. Ah, da wo ich schon hin bin. Alles klar. Aber da darfst du nicht reinfahren. Also schon beim Heizwerk, aber das ist draußen. Das ist nicht da, wo da diese und das alles da. Das ist da draußen vor der Tür links. Das ist so ein Abgabetrigger. Heizwerk. Ja. Also ich glaube, wenn ich die Fuhre weg habe, können wir uns diesen Grasmäher kaufen. Ja, ich verkaufe auch noch gerade nochmal eine Fuhre Silage. Jetzt, dann ist auf jeden Fall Zugmaschine und Hänger sind jetzt komplett voll mit Weißbier. Tu mal, bevor du verkaufst, sag mal Bescheid. Ja. Wenn wir sehen, wo du das verkaufst. Jo. Ach ja. Naja, Raps haben wir dann, denke ich, auch erstmal ganz gut was geerntet. Wollen wir das Raps hingefahren, erstmal eingelagert, oder? Wollte man nicht irgendwas mit Diesel produzieren? Ja. Aber ich, wo hast du. Ich hab noch gar nichts, das ist noch alles im Anhänger. Ach so. Ja. Wir können das ja einlagern, ist ja nicht das Problem. Ja, wir haben auch 16.700 Raps schon eingelagert. Ah, okay. Wie gesagt, was halt ganz cool wäre, ist, wenn wir sehen, dass wir ein paar Euros zusammenkriegen, dass wir vielleicht Tiere halt, ne? Dass wir ein paar Tiere kaufen können. Das wäre nice. Ich denke, die Tiere werden uns im Endeffekt das Geld bringen. Und es gibt einfach so unglaublich viele, viele kaufbare Objekte auf der Map. Das ist halt das, ne? Ja. Also man kann hier sehr, sehr viel Geld auch ausgeben. Ja, das ist wohl so. Ich glaube, diese eine Zucht 1,6 Millionen oder so. Boah. Ja, das ist viel. Das ist viel Geld. Man kann auch überlegen, zum Beispiel dieses Wurmgebiet zu kaufen für 76.000. Was bringt das? Oder wie? Ich glaube 76.000, 12.000 am Tag. Ah, mieten oder wie? Ja. Ah, okay. Auch ganz cool, finde ich. Sehr gut. Gut, dafür läuft die Zeit auf 1 ein bisschen langsam. Ja. Aber wenn du mal Geld brauchst, zack, spust eine Woche vor. Hast du wieder Mieteinnahmen von zigtausenden Euros. Ja. Nee, das ist ja dann fast wie Cheaten. Mhm. Die abgeschwächte Form von Cheaten. Also das, was Füßi macht. In COD. Oh. So lange aufnehmen, bis er ein Messer. Und dann auch nur diese Zähne zeigen. Das, na gut, ich höre auf. Ist mir schon. Heute nicht so angebracht. Vielleicht im späteren Füßi? Verlauf. Ja. Was ist? Nix. So, jetzt tanke ich meinen Drescher nochmal ab und dann ist der Anhänger ja auch voll. Alter, wie viel Raps hier ist. Das ist der abartig. Die unendlichen Weiten. Freezy, was hast du hier gemacht? Ja, fest, keine Ahnung. Ah. Bin ich wieder falsch gefahren? Mein Gott. So. Der Deutz-Traktor ist auch schön, muss man wirklich sagen, den wir haben. Mhm. Der ist richtig gut. Ja, finde ich auch. Also der fällt mir auch sehr, sehr gut. Mach ich auch mal rein. So, ich wäre jetzt am Verkaufspunkt, wenn sich das hier angucken möchte. Ja. So, warte, wo sind wir jetzt? Ach ja, Konsum. Konsum, richtig. Genau, da waren wir das letzte Mal schon. Ja. Genau. Das ist halt so ziemlich am weitesten weg, ne? Wie ich jetzt finde. Also von der Brauerei finde ich auch, ja. Deswegen, gucken wir mal. 18.000 Gold.
Ja, ich habe gerade die Silage noch weggekippt. Ach, auch noch. Das Bier auch abgeladen wird, ist ganz cool. Mhm. Ja. Extra, so. die Plane aufgeht und die Seitenwand automatisch aufgeht, das ist echt cool gemacht. Ja. Nein, Manu, stell die Flasche zurück. Nein, das muss alles verkauft werden. Glück. Ja. So, den jetzt hier noch und dann sind wir schon wieder fertig für heute. Aber dann haben wir zumindest. Das sieht schon wirklich geil aus. Ja. Wie die Plane aufgeht, der Spiegel und alles und dann die. Das ist geil. Der ist ja gut. Auch dass es so nach und nach ablädt, nicht genau. Einfach so blub weg, weißt du? Ja, dann haben wir 3,50 Euro gemacht, ne? Ja. Damals gab es noch keinen Pfand, deswegen ist er so billig. Ja. Am Pfand verdienst das Geld, mein Freund. So, na gut, meine lieben Freunde, das heißt, wir können auf jeden Fall wieder uns etwas mehr leisten in der nächsten Folge. Ihr lasst das Däumchen ab, wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, schaut bei den anderen vorbei, schaut, was die gemacht haben und wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Und schönen Montag.